Und jetzt das Heute-Journal. Guten Abend Ihnen allen. So viele Kriege erfordern derzeit die Aufmerksamkeit der Welt. Im Nahen Osten liegt der Fokus auf den Kämpfen im Grenzgebiet Israel-Libanon. Und wer denkt, die Lage im über weite Flächen verwüsteten Gazastreifen sei deshalb eher ruhig, liegt falsch. Täglich neue Meldungen über viele Tote dort nach israelischem Beschuss und schweren Gefechten. Im Norden von Gaza leben immer noch Menschen. Zehntausenden von ihnen hat Israels Armee jetzt erneut befohlen, die Gebiete Richtung Süden zu verlassen. Hilfsorganisationen schlagen Alarm. Es gehe um eine massenweise Umsiedlung der Bevölkerung. Laura Barnik. Dieser Junge trauert um seinen toten Bruder, während Rettungskräfte versuchen, das Leben seines verletzten Vaters zu retten. Verzweiflung vor einem Krankenhaus in Gaza, bei den Menschen, die in den Flüchtlingsunterkünften Schutz suchten und von den israelischen Raketen getroffen wurden. Mindestens 30 Menschen sollen laut der hiesigen Zivilschutzbehörde gestern durch israelische Angriffe im Flüchtlingslager Jabalia im Norden von Gaza getötet worden sein. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Leider können wir das Gebiet nicht erreichen. Es ist zu nah an den israelischen Truppen und damit das Risiko zu hoch für unsere Rettungscrews, dass auch sie ins Visier und unter Beschuss genommen werden könnten, wenn sie dort sind. Unter den Trümmern dieser Häuser werden noch mehr als 14 Menschen vermisst. Seit einer Woche greift die israelische Armee wieder verstärkt den Norden Gazas an. Mit der erneuten Offensive soll die Neugruppierung von militanten Hamas-Mitgliedern verhindert werden. Während Israel seine militärischen Erfolge hervorhebt, kritisieren Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen die hohe Anzahl der zivilen Opfer. Besonders betroffen ist die Evakuierungszone um das Flüchtlingscamp Jabalia. Von dort aus sollen die Flüchtlinge rund 25 Kilometer südlich nach Khan Yunis fliehen, so schnell es geht. Israel nennt die Gebiete in Nordgaza selbst gefährliche Kampfzone. Das israelische Militär hat die Bewohner angewiesen, ein Gebiet zu evakuieren, in dem nach Schätzungen an die 150.000 Menschen gefangen sind. Sie haben Flugblätter verteilt und wir suchen nach einem sicheren Ort, aber den gibt es nicht. Die jüngsten Massenevakuierungen lösen bei humanitären Organisationen Alarmstimmung aus. Schon jetzt lebten rund 1,5 Millionen Menschen in den überfüllten humanitären Zonen im Süden Gazas und das unter katastrophalen Bedingungen. Es gibt also wenige Orte noch, in die die Menschen könnten in Gaza. Lara Dovifat von Ärzte ohne Grenzen, guten Abend. Im Norden von Gaza sitzen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ihnen, von Ihrer Organisation fest. Warum leisten die denn den Befehlen der Israelis nicht Folge und evakuieren? Was ist das Problem? Genau, aktuell befinden sich auch Mitarbeitende von Ärzte ohne Grenzen im Norden. Sie sitzen fest. Wir standen gestern mit ihnen noch mal im Kontakt. Sie sagen, es gibt keinen sicheren Ort für sie zum Flüchten. Viele von ihnen wurden ja auch schon mehrfach vertrieben. Wir sehen einfach immer wieder auch Angriffe im Süden und jetzt auch im Norden. Und die Menschen haben einfach keinen Ausweg und kommen gerade aus dieser Situation auch nicht raus. Es gibt keinen sicheren Ort, sagen Sie. Wie passt denn das zusammen mit dem israelischen Befehl, den Norden zu verlassen und nach Süden zu gehen? Viele der Menschen, auch viele der Patienten, die Ärzte ohne Grenzen behandelt, kommen tatsächlich aus dem Süden, haben dann im Norden Schutz gesucht. Wir müssen uns hier eben auch Menschen vorstellen, die jetzt nach einem Jahr des anhaltenden Krieges mit Mehrfachverletzungen zu kämpfen haben. Viele wurden amputiert und die Menschen haben keine Kraft mehr, haben keine Ressourcen, man haben einfach auch keine sicheren Orte, wo sie sich eben hinbegeben können. Und deswegen sagt Ärzte ohne Grenzen auch, diese Zwangsvertreibung von Zivilisten müssen gestoppt werden. Und wenn die israelische Armee sagt, wir bieten sichere Korridore, durch die man vom Norden in den Süden gelangen könnte. Was machen Sie daraus? Was sagen Sie dazu? Wir sehen ja immer wieder, dass eben auch diese ausgewiesenen Schutzzonen angegriffen werden. Das haben wir und das hat auch die Ärzte ohne Grenzen als Organisation immer wieder erlebt im letzten Jahr, dass eben genau diese Orte auch angegriffen wurden. Auch Krankenhäuser, die ja tatsächlich unter dem Völkerrecht nochmal unter einem besonderen Schutz stehen, werden angegriffen. In diesem Krieg sind 6 meiner Kollegen gestorben, getötet. Und ja, das zeigt nochmal ganz, ganz deutlich, wie sehr die Zivilisten hier auch die Leidtragenden sind. Frau Dovifat, Sie haben es gerade schon kurz angesprochen. Was befürchten Sie denn, wenn Israel Nordgaza tatsächlich
vollständig, also komplett räumen sollte. Und dann sagt, wer unserer Aufforderung zu gehen nicht nachgekommen ist, auf den können wir keine Rücksicht mehr nehmen. Ja, aktuell ist die Lage eben wie folgt. Es sind zehntausende Menschen, die im Norden Schutz gesucht haben. Es sind viele auch sehr verletzliche Menschen. Wir haben zum Beispiel Frauen, die gerade entbunden haben. Wir haben Kinder, wir haben Menschen mit chronischen Erkrankungen. Also auch im Krieg geht das Leben weiter. Die Menschen entbinden, die Menschen haben Diabetes, die Menschen haben Infektionskrankheiten. Und all das versuchen wir eben dort auch zu behandeln. Und diese Menschen werden nicht fliehen können zum größten Teil. Wir haben Intensivpatienten auch dort und eine Verlegung. Ist in vielen Fällen gar nicht möglich. Sagt Lara Dovifat von Ärzte ohne Grenzen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Das Gespräch haben wir vor einer Stunde aufgezeichnet. Und dann müssen wir jetzt auf die andere Front gucken, im Norden Israels und im Libanon, wo sich israelische Armee und Hisbollah-Miliz auch heute Gefechte liefern. Heute am höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur, dem Versöhnungstag. Meine Kollegin Katrin Eigendorf war mit der israelischen Armee im Grenzgebiet und dieser Hinweis, die Armee bestimmte, was es dort für die Presse zu sehen gab. Wir sind unterwegs mit der 91. Division. Es ist das erste Mal seit Beginn der Bodenoffensive im Südlibanon, dass die israelische Armee ausländische Journalisten mitnimmt. Den Ort dürfen wir nicht nennen. Denn noch immer kämpfen sie hier gegen die Hisbollah. Soldaten sichern das Gelände, während wir durch das Dorf gehen. Wir sind hier gerade mal knapp 2 Kilometer von der Grenze zu Israel entfernt. Wir hören im Hintergrund hier auch Gefechtsfeuer. Dieses Dorf hier wurde von der Hisbollah benutzt, um von hier aus Israel anzugreifen. Und die Soldaten sagen, es kann immer noch sein, dass hier Terroristen plötzlich auftauchen. Deswegen müssen wir relativ schnell hier durchgehen. Vor kurzem erst haben die israelischen Soldaten die Hisbollah von hier vertrieben. Auf der Flucht haben die Kämpfer viele ihrer schweren Waffen hinterlassen. Sie nutzen die Dörfer in Grenznähe und die Zivilisten, um Waffen zu verstecken. Sie können schnell nach Israel. Die Entfernung zu Israel ist maximal 2 Meilen. Viele der Häuser sind zerstört, unbewohnbar. Wir können uns hier nicht frei bewegen. Und das, was wir zu sehen bekommen, das entscheiden die Soldaten. Ihnen ist natürlich vor allem wichtig, uns die enormen Waffenarsenale der Hisbollah zu zeigen, die sie hier gefunden haben. Das ist von Hisbollah-Terroristen. Das ist nicht zur Verteidigung, sondern um Israels Zivilisten anzugreifen. Schwere Waffen, viele neu, aus russischer und iranischer Produktion, sagen sie. Ein Bruch mit der UN-Resolution von 2006. Danach dürfen nur libanesische Armee und UN-Truppen im Südlibanon sein. Dem hatte auch die Hisbollah zugestimmt. In Kritik steht allerdings jetzt Israel. 2 Mal hat die Armee UN-Soldaten verletzt. War das Absicht? Ich kann Ihnen als jemand, der Angriffe autorisiert, sagen, wir haben sehr klare Befehle der Armeeführung. Wir haben keine Erlaubnis, unter egal welchen Umständen UNIFIL-Posten zu beschießen oder in diese Posten hineinzugehen, nicht einmal, wenn es eine taktisch bedeutende Stellung ist. Dann drängen sie uns zu gehen. Offenbar sind die Gefechte in der Nähe schlimmer geworden. Wir verlassen das Dorf, zurück nach Israel. Jetzt nach Deutschland, genauer gesagt nach Augsburg, zum Parteitag der CSU, bei der der Parteichef der Schwesterpartei vorbeischaute, was in der Vergangenheit ja häufig alles andere als geschwisterliche Eintracht versprach. Jetzt soll das Geschichte sein. Der bayerische Parteichef verspricht dem bundesweiten Kanzlerkandidaten volle Loyalität und kettet die Schicksale beider gleichzeitig aneinander. Simon Pfanzelt. Das war spitze! Ganz am Ende, als alle Reden gehalten, alle Nettigkeiten ausgetauscht sind, sieht es für einen Moment so aus, als wären Markus Söder und Friedrich Merz nicht bei einem CSU-Parteitag, sondern im 7. Himmel. Die CSU hat Friedrich Merz an diesem Tag gefeiert und geherzt und Merz spielt mit bei dieser großen Show der Harmonie. Lieber Markus, herzlichen Dank dafür, dass das so geworden ist und dass das so ist, wie es heute ist. Das ist mit eine große Erfolgsvoraussetzung für uns. Herzlichen Dank dafür.
Ganz am Anfang, als Merz gerade kommt, erzählt ihm Söder stolz, dass sie die CSU-Mitgliedsbeiträge angehoben haben. Für die Merz-Show sei jetzt mehr Geld da als 2021 für Laschet. Besseres Essen, bessere Show. Ein besserer Markus Söder gehört zu diesem Paket dazu. Kein Streit, kein Zwist, das hatte er Merz gestern versprochen und es gilt auch heute noch, was bei Söder nicht selbstverständlich ist. Wir Bayern sind da schon eine Bank, wenn wir wollen und wir wollen. Dann spricht der Kanzlerkandidat und skizziert seine Versprechen. Eine Regierung, die nicht streitet, mehr Ukraine-Hilfen, Deutschland brauche Migration, sagt Merz, aber auch Zurückweisungen an der Grenze. Das Bürgergeld soll weg. Wir brauchen in Deutschland jetzt eine Agenda 2030. Wir müssen eine Agenda aufsetzen für die Fleißigen in unserem Land, für diejenigen, die sich anstrengen und für diejenigen, die es nicht aufgegeben haben, daran zu glauben. Der CSU gefällt das. Bleibt die Koalitionsfrage. Ein Bündnis mit der AfD schließt Merz entschlossen aus. Und auf Bundesebene gehe es auch nicht mit Sarah Wagenknecht. Das ist Sozialismus in Chanel. Lassen wir uns doch bitte von der äußeren Erscheinung hier nicht blenden. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht, hatte Söder schon über Schwarz-Grün gesagt und Merz damit in Richtung Große Koalition getrieben. In dieser Frage kommt Merz Söder heute ein Stück weit entgegen. Mit diesen Grünen, so wie sie heute da sind, ist auch aus meiner Sicht eine Zusammenarbeit nicht denkbar und nicht möglich. Ist nicht möglich. Täuschen wir uns bitte nicht. Wenn dann nur noch die Sozialdemokraten übrig bleiben, wird es auch kein Vergnügen. Es gehört zur Parteitagstradition, dass der Gast ein möglichst sprechendes Geschenk bekommt. Geht der eine unter, dann geht auch der andere unter, sagt Söder heute zum Abschluss, wenn sie nicht im Gleichtakt paddeln. Sehr schön, ein sprechendes Geschenk. So, was heute noch wichtig ist, jetzt von dir, Gundula. Bundesinnenministerin Faeser hat Gesetzentwürfe vorgelegt, mit denen das künftige europäische Asylsystem in nationales Recht umgesetzt werden soll. Die EU-Reform sieht erstmals schnellere Asylverfahren direkt an den EU-Außengrenzen vor, ab Sommer 2026. Schon früher will Faeser schnellere Verfahren an deutschen Flug- und Seehäfen ermöglichen. Zudem sollen abgelehnte Asylbewerber bei Sicherheitsrisiken sofort abgeschoben werden. Auch Polen will die illegale Migration begrenzen. Der liberal-konservative Regierungschef Tusk will sogar das Recht auf Asyl vorläufig aussetzen, um vor allem die Migration aus dem benachbarten Belarus zu stoppen. Auf einem Parteitag sagte Tusk, er werde die EU auffordern, diese Entscheidung anzuerkennen. Warschau wirft Machthaber Lukaschenko und Kreml-Chef Putin seit längerem vor, bewusst Migranten nach Polen zu schleusen, um Unruhe in die EU zu tragen. Im US-Bundesstaat Florida gehen die Überschwemmungen nach dem Durchzug von Hurricane Milton nur langsam zurück. Immer noch sind 1,6 Millionen Haushalte dort ohne Strom. Und immer wieder müssen Menschen aus ihren Häusern gerettet werden. Das Ausmaß der Zerstörungen ist enorm. Aufräumarbeiten laufen. Laut US-Medien ist die Zahl der Todesopfer auf 17 gestiegen. Morgen will Präsident Biden die vom Hurricane verwüstete Region besuchen. Der Brand auf dem Öltanker Annika in der Ostsee ist gelöscht. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers sollen am Montag beginnen. Das Schiff war in den Hafen von Rostock geschleppt worden. Taucher untersuchten bereits den Rumpf. Offenbar ist kein Öl ausgetreten. Durch den schnellen Einsatz mehrerer Bergungsschiffe konnten die Besatzung gerettet und Umweltschäden verhindert werden. Und hier sind die Gewinnzahlen vom Lotto. Sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 5, 14, 15, 33, 40, 43. Superzahl 5. Weitere Gewinnzahlen auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text.
Zum Wetter, da warnt der Deutsche Wetterdienst vor heftigen Winden mit orkanartigen Böen im Harz bis morgen Abend. Der Sonntag wird im ganzen Norden stürmisch und regnerisch. Vereinzelt gibt es Gewitter. Auch südlich der Donau kann es regnen. Sonst sind Schauer selten bei 10 bis 17 Grad. Am Montag regnet es etwas, vor allem im Westen und Süden. Ab Dienstag wird es noch mal sonniger und wärmer. Am Mittwoch bis 24 Grad. Mensch, das sind ja Aussichten. Ja. Aber bis Mittwoch müssen wir noch warten. Herzlichen Dank, Gundula. Danke Ihnen für heute. Gern bis morgen. Um 0.30 Uhr meldet sich Maya Weber mit einer Heute Express. Tschüss, schönen Sonntag. Ciao.